weiß nicht, wo der... Wo ist mein Penis? Ich weiß nicht, wo er steckt. Wo er steckt vor allem. Wo steckt mein Penis? Ja, ich pass doch nicht zwar, weil ich jetzt kaputt war. Und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es wieder um die Jungs-WG im Schnee. Und ich denke mal, ihr seht es schon im Titel und im Thumbnail. Heute habe ich einen Special Guest dabei. Und zwar Lukas von der Jungs-WG. Haben wir die alle zusammen? Ja, es ist ganz witzig. Er hat mich angeschrieben und meinte, ja, das ist eigentlich ganz witzig so. Und dann ist rausgekommen, dass wir in derselben Stadt wohnen. Und deswegen, ja, yeah, ich glaube, du musst ein bisschen weiter vorne, sonst bist du unscharf. Ja, das sieht so klein aus. Okay, tschüss. Dann würde ich sagen, wir fangen mit der ersten Szene an. Dann haben wir uns hingesetzt und haben darüber gesprochen, welche von den Mädchen uns am besten getaugt hat. Also hat jemand so ein Auge auf ein Mädchen geworfen von euch? Ja, Philipp, ganz bestimmt. Die, die Hebebühne gemacht hat. Das fand ich die hübscheste. Sah schon gut aus. Ja, eigentlich waren jetzt die Mädchen alle so in Ordnung. Voll nett. Da die Mädels als Hobby ja Voltigieren hatten, versuchen die Jungs im Anschluss auch Hebebühnen. Hebe, ja. Mhm. Schon, oder? Ja, das ist gut. Genau so. Genau so! Ich heb dich hoch. Oh! Ah! Top! Top-Tipp! Zweiter Versuch. 1, 2, 3. Dann haben wir Frühstück gemacht. Wir haben überlegt, ob ein Bacon in der Pfanne, ob da Butter oder keine Butter reinkommt. Ich glaube, wir brauchen da echt nix. Also da musst du nix rein. Nicht nur nix, sondern nix, oder? Nix. Also wenn es nicht nur nix ist, sondern nix, dann ist schon hart. Dann ist es gar nix. Ja! Oh! Ja! Es ist gar nix! Oh mein Gott! Tim, Felix und Joel sind währenddessen beschäftigt, den Teppich zu saugen, beziehungsweise müssen sie den Staubsauger mal erstmal aufmachen. Ja, irgendwie geht das ja auf, bestimmt. Mal schon wieder. Mach mal aus. Ja, das ist eine gute Idee, um den Staubsauger aufzumachen. Erstmal auf den On-Knopf drücken. Da geht er bestimmt auf. Und dann nochmal drauf drücken, weil dann geht er wieder zu. Sicher? So nix, weißt du? Aber Hauptsache erstmal alle hingrapschen, weil dann wird's bestimmt was. Ja, hast du gesehen, hat doch funktioniert. Ja, sowieso. Passt. Dann haben sie es tatsächlich geschafft, einen Filter reinzulegen. Krass. War andersrum, oder? Ja, so. Nee, warte, so, guck mal, so geht's. Ja, so ist gut. Ja, so sieht es. Und dann versucht Philipp, Lukas Rockballett beizubringen. Nein. Bumm, zur Seite. 1, 2, 3. Und dann bist du so. Und dann machst du eine Welle nach vorne. Ich will die Welle machen. Die Welle nach vorne. Mach ich. Soll ich einfach die Welle machen? Mach die Welle. Ich mache jetzt die Welle. Mach die Welle jetzt. Oh, er hat die Welle gemacht. Die anderen drei unterhalten sich jetzt über die Waschmaschine. Wie wäscht man Wäsche? Hände. Hände waschen. Mhm. Schnell mix? Ja, so kenne ich das. Aber dann auch nicht so viel Grad, ne? Nee, das ist, glaube ich, warte. Das ist doch automatisch dann. Guck mal, weil dann ist kalt. Kalt, ja. Kalt ist ja nicht schlimm. Keine Ahnung, Alter. Ich mache 40 Grad. Ich würde eigentlich immer das hier nehmen, dann pflegeleicht. Pflegeleicht, ja, würde ich auch sagen. Oder... Buntwäsche. Aber bei Buntwäsche darf man wirklich nur bunte Sachen rein, also mehr auch nicht. Ja, das ist wunderbar. Die haben alle drei absolut gar keinen blassen Schimmer und tun so, als würden sie sich so voll auskennen, ja. Yeah. Nicht so viel Grad. Ja, das ist auch automatisch und kalt ist ja nicht schlimm. Ja, also 40 Grad. Ja, keine Ahnung, aber entweder pflegeleicht oder Buntwäsche halt. Buntwäsche, ja, da darf ja nur bunte Wäsche rein. Ganz wichtig. Krass. Plot Twist, am Ende haben sie im Whirlpool gewaschen und dann ging er kaputt. Und die Straße wurde überschwemmt. Das war lustig. Das war lustig. Für mich war das Schwierigste am Wäschewaschen eigentlich das komplette Wäschewaschen. Vom Reintun bis zum Kochmittel reintun oder was man da auch immer reintut. Kochmittel? Kochmittel. Ja. Ja. Richtig. Ja. Jeder wusste ein bisschen anders. Okay, dann mach das. Also, ja, also ich glaube, das heißt, dass du das vielleicht nur einmal reinmachen können. Je öfter man sich das anschaut, desto witziger wird es, ich sag's euch. Also ich glaube, das heißt, dass du das vielleicht nur einmal reinmachen können. Was? Also, Körbe, Kugel, einmal reinmachen. Einmal reinmachen können. Was für ein Einmal reinmachen einmal. Können. Einmal? Er sagt einmal reinmachen können. Ich verstehe einmal. Kapsel, Kugel, Kapsel. Kapsel, Kugel, Kapsel. Kapsel, Kugel, einmal reinmachen.
Also ich glaube, das heißt, dass du es einfach nur alleine machen musst. Oh mein Gott! Und dann begeben sie sich auf den Weg zum Voltigieren mit den Girls. Das ist den Jungs egal. Sie sind erstmal offen für alles, was Spaß macht. Ja, offen für alles. Alles. Yeah! Ja, das geht nicht. Ich kann nur nicht, ich bin cooler. Tschüss. Ja, und dann haben wir uns erstmal aufgewärmt. Ich hab dann gedacht, komm, ich mach das für die Mädchen, dass ich da gut ausschaue. Und ich glaube, das sah gut aus bei mir. Nein, nein, tu das nicht. Linda, Lisa, geht's jetzt bitte mit zwei Jungs das Pferd verräumen? Pferd verräumen? Wir wollen Pferde verräumen. Der Trail geht mit, ja, von mir aus gehst du auch mit. Oh mein Gott, war das geil. Wie er sich wieder Babo fühlt. Ja, es geht zum Pferd verräumen, Alter. Pferde verräumen. Der ist ja doppelt so breit wie ich und ich bin schon breit. Der ist doppelt so breit wie ich. Lustig. Oh mein Gott, der ist so breit. Da habe ich mehr Muskeln als der. Währenddessen er mit Aufwärmen beschäftigt ist, sind Joel und Tom, Digga, keine Ahnung wie der heißt, beim Pferdputzen. Ist er mich jetzt auf oder so, wenn ich vorne? Na, einfach da, das Auflupfen. Hat da jemand schon mal aufgegessen? Ja, schau, und das ist meine Katze. Die heißt Amy. Wow, wow. Hat die schon mal jemand gegessen? Das Pferd muss ja auch für seine Taten belohnt werden. Belohnen, oder? Ja, wie können wir es belohnen? Belohne es. Hä, wie belohne ich denn jetzt am besten das Pferd? Ja, belohne es. Dankeschön! Oh, bester Tipp ever. Wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen, Alter? Oh, ich hab Hunger. Hä, ja, iss einfach was. Oh, dankeschön! Ja! Bam, Mann! Ich geh essen. Joel analysiert anschließend dann, warum Voltigieren denn so für Mädchen ganz cool ist. Warum sie das gerne machen. Mädchen können Spagat. Genau, Mädchen so. Sind gelenkig. Mädchen mögen es, auf irgendwas zu stehen. Boah, ich stehe so hart drauf, auf Sachen zu stehen. Also so Boden oder Wiese. So ab und zu ist ja auch mal abheben, okay. Aber auf dem Boden zu stehen, ist einfach so das Geilste, was es gibt, ey. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Da das Bein und da das andere Bein und dann nochmal ein Lächeln und das, ja, das hat Respekt, sag ich nur. Da das Bein und da das andere Bein und dann nochmal ein Lächeln und das. Aber ich habe das, glaube ich, so ganz cool so hingekriegt und ich glaube, die Mädchen fanden das auch ganz cool. Ja, dann mussten Tom und ich das Gurt, der Gurt von dem Pferd sauber machen. Das Dings, das Gurt-Dings, mhm. Bums. Bums! Und jetzt so abwaschen. Ich fasse das nicht an. Das ist ja echt eklig. Disgusting. Danke. Was findest du denn da so eklig? Weil er es im Mund hat und er... Ach, das hat der Mund? Ja. Das hat der Mund? Das fasse ich nicht mehr an. Oh mein Gott, fliegende Penisse! Und das Beste kommt zum Schluss. Es wird Scheiße weggeräumt. Woo! Und alle kriegen eine Schaufel, bis auf Philipp nicht. Wofür ist das? Ja, das zeige ich euch jetzt. Danke. Danke, dass ich keine bekommen habe. Du kriegst eins. Und du kriegst auch eins. Ah! Danke, dass ich auch eins bekomme. Ah, daneben! Das ist vom Elo die Box. Das ist vom Elo die Box. Da könnt ihr jetzt Scheiße wegräumen, ja! Voll geil! Ich stehe vor, ich würde so YouTube-Videos machen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video! Ich höre mich an wie Bibi. Oh Gott. Das ist von Annika, der Kanal! Bitte. Ja, das macht man so. Ihr habt auf ihm oben herumhüpfen dürfen. Ja, das macht man so. Jetzt hast du auf mir rumhüpfen dürfen. Jetzt musst du auch mit mir kuscheln. Ich stehe aber gerne auf dem Boden. Oh, ich habe eine richtig fette Wurst am Start. Ey, ich habe eine richtig fette Wurst am Start. Geil! Oh. Dann nur einen Apfel geben, weil er so brav war. Oh, ich gebe auch schon. Weil er so brav war, ich brauche einen Apfel. Ich habe die Scheiße weggeräumt. Und am Abend haben wir uns dann noch in den Whirlpool gechillt.
Ich hab jetzt voll Bock auf eine Runde reiten. Ich hab voll Bock auf eine Runde reiten. Okay. Tschüss. Gut, das war's dann auch schon wieder mit diesem Tag aus der Jungs-WG. Schaut auf jeden Fall nochmal beim Lukas auf dem Instagram vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, tschüss. Tschüss.